So, nochmal hallo und herzlich willkommen ja zur ersten Runde in der VRM 1976, der zweiten Saison unserer zweiten Games-Serie in der 3D 2.0. Wir sind wieder in Monte Carlo, ja, das wird jetzt auch so bleiben, ne? Denn in echt fangen sie ja auch immer hier in den Bergen Frankreichs an, in Südfrankreich, in der Nähe von Monaco, dem zweitkleinsten Land der Erde. Danach kommt nur noch Vatikan. Ja, Boogie ist ja überraschenderweise VRM 1973 Meister geworden. Ja, wurde dafür auch natürlich mit einer Trophäe belohnt, ne? Es ist ja jetzt neu, dass es einen bestimmten Pokal gibt. Ich kann nur kurz beschreiben. Recht klein, aber fein, ne? Silber und ja, so das innere Layout ist rot mit so einem Karo-Muster gehalten. Natürlich bleibt die Farbe da durchgehend rot, sonst würde das ein wenig altmodisch aussehen. Auf jeden Fall hat der Kanadier den ersten von eben insgesamt 10 gesammelt, denn die R5 WM zählt jetzt auch zu VRM mit dazu, ne? Schauen wir mal, ne? Wer sich hier in dieser Saison den Pokal letztlich abholen wird. Monte Carlo ist also, ja, wie wir hier schon sehen können, ne, Rallye 1, dann auch kommt Schweden, Griechenland, Finnland, Wales. Die einzige Rallye, die rausgeht im Vergleich zur ersten Saison, ist Polen. Die geht, wie gesagt, raus. Die sind wir schon mit den H2-Fahrzeugen mal gefahren, also ist das kein Problem. Ja, und wir haben eine überraschende Teilnehmerzahl im Vergleich zu Wales, nämlich ja über, ja, 150%, ne? So einfach sieht's aus. 10 Leute haben sich gewagt in Monte Carlo, bitte wieder mehr, ne? Das ist jetzt so der Standard, ne, den man bei kennen, gerne mitmachen, kostenlos anmelden bei uns auf der Website, Link dazu in der Beschreibung. Ja, Boogie führt vor einem neuen Gesicht, nämlich von Massa aus, ja, Kenia. Ich habe erstmal nachgucken dürfen, was das für eine Flagge ist, und dann bin ich auf Kenia gestoßen, ne? Letztlich, ja, jetzt haben wir ja noch ein neues Gesicht mit dabei, nämlich Micha und ja, noch einen, den ich unten gerade nicht ganz lesen konnte. Ja, auf jeden Fall für die neuen Gesichter, ne, das ist ja schon mal gut, was die da erzählen wird. Aber auch ganz hinten ein ungewohntes Gesicht, nämlich Anon Racer, der ist 10. und schon raus. Dementsprechend sieht es natürlich für den Kanadier, der, glaube ich, aktuell der ärgste Rivale ist, da sehr gut aus, ne, in Sachen zweiter Sieg in Monte Carlo. Denn wir erinnern uns, ne, Boogie, Marvin van Foon hat mit den H1 Frontwheel 3 Fahrzeugen ja hier in Monte Carlo gewonnen, ne, neben der Rallye in Wales, versteht sich. Und der Alpine dreht sich da im Hintergrund weg. Ja, also, sind uns auch schon ein paar abgehauen, und dann unser Kollege aus Kenia. Schade, aber trotzdem wird er dann somit 10. oder 9. je nachdem, weil noch einer, nämlich den ich vorhin nicht gescheit lesen konnte. Die beiden sind raus. Und da dreht sich der Alpine schon wieder weg. Auch nicht schlecht. Ja, gut, ne, was soll's. Setup belegter Platz 2 hat ja auch gute Chancen in den VRM 2020, ne, also der R5 WM, da was zu holen. Und übrigens, eventuell gibt's eine VRM 2021, ne, die R5 wird eventuell nochmal ausgebaut, ne, da auf 12 Rallyes innerhalb einer Woche, ich weiß, wie wir es hier kennen, parallel, damit auch die R5, ne, Begeisterten da ihre R5 fahren können oder dann vielleicht sogar auch mal eine VRM 2, ne, die R2. Schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Also, machen wir mal weiter. Boogie, ja, legt da vorne. 46 Sekunden sind es letztlich schon, also das sieht gut aus. Hier erfährt wieder Renault Alpine, nämlich den blauen hier, den wir auch im Hintergrund sehen. Ja, den ist er ja auch schon gefahren, also mit diesem Fahrzeug, genau mit diesem Fahrzeug, die Meisterschaft klar gemacht hat. Also eventuell geht es wieder in die alte Richtung, die wir ja vom Dirt Start gewohnt sind, ne? Und der Kanadier kann hier im anderen Racer um die Ecken fahren. Allerdings natürlich keine Referenzwerte, ne? Ja, weil wir eben, sagen wir, sich also Totalschaden drinstehen haben. Immerhin holt er sich dann die 16 Punkte für den Total. Nicht mal die 16 Punkte, sind ja mehr, ne? Stimmt. Weiß gar nicht, das müssten 21 sein für den 8. Platz, genau. Wir haben hier unser eigenes Punktewerk. Power Stage Points, Boogie, Micha, Septab, die Top 3, den Rest konnte ich jetzt so schnell gar nicht mehr lesen. Es geht heute verdammt schnell, muss ich sagen. 4 Minuten gerade mal verstrichen. Ja, Boogie gewinnt also die Rallye Monte Carlo, der steht fest, ne? So einfach ist es. Vor Septab, Micha wird Dritter bei seinem Debüt, bester Opel, Mane 4 auf der 5, Dominik Rieser, ne? Und dann mit total Schaden raus, Mulchern sind und anderen Racer und eben dann dahinter der Kollege mit K und der Kollege Massa aus Kenia. Ja, so viel dazu. Recht kurz und knackig, ne? Auch die erste Runde tatsächlich in der VRM 1976. Es geht weiter, dann eben in einer Woche, ne? Letztlich wieder in Schweden. Ja, das bleibt jetzt erstmal so einigermaßen gleich, ne? Gibt ja, glaube ich, bloß 1, 2, 3 Jahre, wo mal irgendeine Rallye von den beiden ausgefallen ist. Ja, Rallye Schweden letztlich, ne, wird sein vom 19. bis 25.10. Gerne mit reinjoinen in den Club, einfach mal bei uns auf der Website gucken, wie gesagt, der Mail in der Videobeschreibung verlinkt. Bis dahin, eine schöne Zeit, auf Wiedersehen, tschüss.